Leute, die heiße Phase beginnt. Wir laufen die Special Tests ab. Es sind 13 Stück an der Zahl. Max und ich haben uns überlegt, wir fahren jetzt mal zu denen, die am weitesten vom Paddock entfernt sind. Das ist hier ein Enduro-Test. 70 Kilometer auf der Straße, nett durch die Auvergne, sind wir jetzt hier und laufen den Enduro-Test ab. Hier wird es ein bisschen steiler runter, Junge. Aber wir haben ja Bremsen. Und am fünften Tag sind auch die Bremsbeläge endlich eingefahren. Finde ich eigentlich ganz cool. Ja. Also, auch nicht schlimmer als oben, oder? Mhm. Max? Ja. Hier nach außen. Mhm. Und dann in die Spur da rein. Drop it like it's hot. Also in Portugal waren in solchen Sachen noch richtig dicke Felsen drin. Hier wird sich auch eine schöne Rille reinbremsen. Meinst du nicht, Max? Mhm. Wo ist der Aufzug? Ja, Leute. Puh. Erste Sonderprüfung in the books. Stunde 50 gelaufen. Über 7 Kilometer. Hoch und runter. Zwei echt knackige Abfahrten drin. Viel lose Steine. Und du kommst runter, siehst schon das Ziel. Und dann denkst du, jetzt geht's ins Ziel. Nee. Geht nochmal hoch, nochmal runter, nochmal hoch, nochmal runter. Ist zum Glück nur am fünften Fahrtag, wie Max sagt, eine Geburt, das wird hart, aber geht. Im Regen wird's rutschig. Jo, da bin ich wieder. Cross-Test von Tag 3 und 4. Einer von mehreren. Das ist ein französischer Test. Saftige Wiesen, hängende Kurven, schnell gesteckt, paar trockene Kuhfladen dazwischen. Da hinten geht es dann in den Wald. Da denkt man sich so, oh, jetzt kurzes Waldstück. Ja, ich glaube, das ist länger als die Wiese insgesamt. Zwischendurch geht es dann auch mal ein bisschen hoch. Ja, ich glaube, macht Spaß, ist sportlich.
Ich glaube, hier werden auch viele Leute mit Merguez-Würstchen stehen und Vino und uns hoffentlich auch noch anfeuern, wenn wir als Letzte hier durcheiern. Macht Spaß! Ja Leute, es geht Schlag auf Schlag. Schon wieder ein Cross-Test von Tag 3 und 4. Ziemlich schnell gesteckt. Ein Acker, zwischendurch so ähnlich wie in Dahlen auch eine Sonderprüfung ohne Wald. Es gibt so ein paar alte Mäuerchen, die zusammengefallen sind. Da muss man aufpassen, weil da noch ein paar Steine rumliegen. Aber sonst ist hier wide open angesagt und macht Spaß. Ich schütze schon rein. Aber ansonsten ist es eigentlich easy. Ja Leute, wir sind noch vor den 60s quasi. Vor den 60s ist bei den 60s. Max und ich haben jetzt keine niegelnagelnden neuen Motorräder. Mit dem Motorrad bin ich schon letztes Jahr 60s gefahren. Da sieht man mal, wie gut so eine 250 Viertakt eigentlich funktioniert. Ich habe jetzt noch ein paar Kleinigkeiten geändert. Ich habe noch für alle Fälle eine neue Kupplung eingebaut. Neue Griffe dran gemacht. Die haben in den letzten Rennen ein bisschen gelitten. Ja, Max wechselt gerade noch Radlager. Das macht ihm totalen Spaß. Und hat zum Glück hier die Hilfe vom deutschen Team mit Henk und so weiter. Also hier klappt immer eigentlich alles ziemlich gut. Ja, es hat ein bisschen geschüttet vorhin und jetzt kommt auch die Sonne wieder raus. Ich hab, guck mal, deswegen ist es ja so geil, dass ich so alt bin, weil ich das einfach so feiere, ne? Ne, ehrlich? Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Das würde mich schwer enttäuschen. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal, you control any steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison they rot. Head full of flies, so far come the clouds. They'll never stop, and it's like a fly. All the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till
patience, one day at a time is how you operate at greatness. So flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head so like an iteration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Ja Leute, ihr wisst ja, dass Ali sich beim Elfberg Rodeo in der ersten Kurve auf dem Fressstäbchen in den Arm gebrochen hat, Handgelenk. Das hier ist eigentlich Alis Motorrad, Husqvarna. Ali hat einen guten Freund, den Max Bindemann, der fährt jetzt für einen Ali, also für sich eigentlich, aber mit Alis Maschine. Und wir haben jetzt hier noch so ein paar Sachen vom den 6Ds geändert. Hier ist von Motocamp noch ein Kunststoff-Kennzeichen gemacht worden. Das ist ein bisschen kleiner und ist nicht so schlimm, wenn es kaputt geht. Dann haben wir Griffe gewechselt mit Lenkerenden. Der Max hat Radlager gewechselt mit der Hilfe von Henk und ganz viel Heißluftföhn-Power. Und die Super Metzler-Reifen mit Mousse sind auch drauf. Eigentlich kann nichts mehr passieren.